mein lieber Kollege Gregor Hoberg zu meiner Linken, von Ihnen aus gesehen auf der rechten Seite. Mein Name ist Imam Kadir Sanje und heute werden wir versuchen, also zu zweit quasi aus unseren eigenen Perspektiven ja, das Thema Fasten mit Ihnen zu besprechen. Wir werden einen Beitrag leisten und im Anschluss haben Sie, so wie immer, die Gelegenheit, die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder auch am Gespräch teilzunehmen. Es hat sich was geändert. Sie wissen, normalerweise sind wir im Schleiermacherhaus und auch demnächst sind Sie gerne da eingeladen. Das wird zur Tradition an einem wichtigen Ort, der nach Schleiermacher genannt wurde. Am Schleiermacherhaus werden wir weiterhin diese Reihe fortsetzen. Auch der Tag wird so, wie es immer ist, bleiben. Aber heute, wir befinden uns im Ramadan, eine besondere Zeit. Deswegen haben wir eine Ausnahme gemacht. Vielleicht möchtest du auch ganz kurz grüßen und dann können wir eigentlich auch mit dem Inhaltlichen anfangen. Ja, ich freue mich, dass wir heute hier zu Gast sein dürfen bei euch beim Forum Dialog, dem Gründungspartner des House of One Projektes, und dass wir hier in dieser etwas anderen Runde das Lesezeichen abhalten können. Und ich glaube, du hast es jetzt noch gar nicht gesagt, aber zu essen gibt es doch später auch was, oder? Auf jeden Fall. Deswegen. Gut, da freue ich mich. Ja. Also vielleicht, natürlich, das sollte gesagt sein, es wird zwei Veranstaltungen quasi an einem Ort zur gleichen Zeit geben. Einmal unser traditionelles Lesezeichen und im Anschluss mit denjenigen, und wir freuen uns, so haben wir das eigentlich wahrgenommen, dass die Mehrzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier bleiben und mit uns Fasten brechen werden. Fastenbrechen ist um 20:17 Uhr. Aber wir werden Sie jetzt nicht bis dahin mit Inhalt befüllen, sondern es wird auch eine musikalische Darbietung geben. Wir werden auch von Roland Stolte über das House of One, über aktuelle Informationen über das House of One einige Worte erfahren. Ja, und wir werden Sie langsam zu dem Fastenbrechen versuchen zu begleiten. Möchte sie den Anfang machen? Ich kann gerne anfangen. Wir sind ja nun schon durch mit dem Fasten, die fasten in der Christenzeit, die fasten von Aschermittwoch bis Ostersonntagmorgen, bis die Sonne aufgeht, geht die christliche Fastenzeit. Insgesamt ist im Christentum Fasten eine sehr ambivalente Angelegenheit. Also es gibt Menschen, die fasten, manche fasten ein bisschen, manche ein bisschen weniger, meistens in dieser vorösterlichen Zeit, in der Passionszeit. Und es gibt aber auch Christen, die das aus Prinzip ablehnen. Und das hat damit zu tun, dass auch unser großes Vorbild, Jesus Christus, dass der das auch sehr offen gehandhabt hat, den Umgang damit. Er selbst fastete 40 Tage in der Wüste, es wird erzählt, aber seinen Anhängern stellt er sehr bewusst das Fasten frei. Glauben und Gebote generell sollten Gott und dem Menschen dienen, lebensfördernd und befreiend wirken. So sagt er das, als einmal seine Jünger mit ihm an einem Sabbat unterwegs waren. Und da war eigentlich galt auch, dass man nicht isst, bevor der Abend anbricht, die Sonne, der Abend anbricht und damit der Tag zu Ende ist, der Sabbat. Und er erlaubte es seinen Jüngerinnen und Jüngern zu essen, weil er meinte, das ist wichtiger, etwas für seinen Hunger zu tun, als jetzt irgendwelche Gebote zu beachten, und stellte es damit frei. Und das ist ihm später auch sehr vorgehalten worden von Menschen, die es strenger sehen. Aus dieser Grundhaltung Jesu ergibt sich für das Christentum eine große Freiheit gegenüber jede Art von Gebot und Vorgabe. Das, so zeigt es die Geschichte, hinderte die Kirchen jedoch nicht daran, stets umfassende Regeln zu entwickeln und diese dann auch mit Macht durchzusetzen, so man Macht hatte. Gegen strenge Fastenzeiten gab es im Christentum immer auch Widerstand. Der Schweizer Reformator Zwingli trieb diesen auf die Spitze und veranstaltete am ersten Fastensonntag mitten in Zürich ein großes Wurstessen. Also er machte sozusagen alles, was man nicht macht in der Zeit, und stellte es nach vorne. Aus heutiger Sicht wirkt eine solche Aktion natürlich etwas pubertär. Aber damals wurde es als große Befreiung erlebt. Zeigte es doch,
der Macht und dem Einfluss der Kirche deutliche Grenzen auf. Also man zeigte damit, was ihr euch ausgedacht habt oder was ihr für wichtig haltet, das gilt für uns nicht. Wir orientieren uns an der Schrift und fühlen uns darum frei, auch in dieser Zeit, in der Zeit vor Ostern, nicht zu fasten, weil über so eine Fastenzeit ist in der Schrift, in den Bibeln, in der Bibel, im Evangelium nichts festgehalten. Dieses Grenzenaufzeigen kommt dem ursprünglichen Anliegen von religiösem christlichen Fasten sehr nahe, denn im Kern geht es da um Machtbegrenzung. Dinge, die mich in besonderer Weise beeinflussen, die meine Zeit oder meine Aufmerksamkeit einfordern und so Macht über mich gewinnen, die sollen begrenzt werden, um neuen Freiraum zu erlangen. Frei zu sein, aufzuatmen und der Verbindung nachspüren können zur eigenen Seele und so auch zu Gott, aber auch zum Nächsten oder zur Natur. Frei sein für das Wahrnehmen von Gottes Gnade. Um das zu erlangen, wird häufig auf Essen und Trinken verzichtet. Das ist traditionell sozusagen der Hauptfastenpunkt. Inzwischen werden aber auch, aus sehr nachvollziehbaren Gründen, zum Beispiel Handy- oder Internetnutzung gefastet. Also 4 Wochen verzichten manche Menschen auf ihr Handy, auf ihr Internet, auf Nachrichten oder ganz allgemein auf Konsum. Die evangelische Kirche in Deutschland überlegt sich für jede Hauptfastenzeit, für die Passionszeit, ein Motto, etwas, was gefastet werden könnte. In diesem Jahr hieß das Motto Leuchten, 7 Wochen ohne Verzagtheit. Etwas um die Ecke gedacht. Ich versuche es zu erläutern. 3 Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben. Die Augen der Kinder, die Blumen des Tages und die Sterne der Nacht. Das schrieb der Dichter und Philosoph Dante und erinnert uns so daran, dass die Welt voller Schönheit ist. Doch fällt es angesichts der aktuellen Krisen schwer, das zu sehen, nicht zu verzagen. In dunklen Zeiten braucht es Licht, um den Mut nicht zu verlieren. Und die Fastenzeit kann eine lichtvolle Zeit sein. In der Zeit von Aschermittwoch bis Ostermontag fasteten viele Christen. Das sind genau 7 Wochen oder 40 Tage, wenn man die Sonntage rausrechnet. Dann an den Sonntagen wird nicht gefastet. Auch nicht in der Passionszeit. Eine Zeit, in der wir auf Dinge verzichten, die uns von Gott ablenken. In diesem Fall sollten wir darauf achten, was uns verzagt macht und versuchen, das zu vermeiden. Das heißt, übertragen, genau hinschauen auf unsere Ängste und auch auf das, was uns trägt und Kraft gibt und durch die Ängste hindurchträgt. In den Fastenwochen geht es nicht allein um innere Erleuchtung, um meine innere Verbindung zu Gott, sondern auch um die Ausstrahlung, die ich durch das Fasten für andere gewinne. Werden wir Helligkeit bringen mit unseren Worten, mit unseren Gesten, mit unseren Taten, mit gemeinsamem Fastenbrechen, mit Friedensbildern und Geschichten, mit Gebeten Seite an Seite? Die Fastenzeit ist kein Verzicht, um des Verzichts willen. Sie führt uns Tag für Tag zu neuen Erfahrungen. Mit Gott und mit unseren Mitmenschen. Wann kommen wir schon so oft und in so schöner Weise zusammen mit unseren muslimischen Geschwistern wie in eurer Fastenzeit im Ramadan? Diese Zeit lässt uns mit anderen Blick auf die Welt schauen. Und wenn es gut geht, erkennen wir, dass Frieden möglich ist, trotz aller Nachrichten, die auf uns einstimmen und was anderes sagen wollen. Für die oder den Einzelnen kann das sehr bereichernd sein. Aber auch für Politik und Gesellschaft haben Fastenthemen wie Verzicht auf Verzagtheit oder Verzicht auf Macht eine Bedeutung. Natürlich, Politik benötigt Macht, um unser Zusammenleben zu ordnen und zu gestalten. Aber diese Macht braucht Grenzen. Dort, wo sie absolut gesetzt wird und in eine Herrschaft über Leben und Tod mündet, dort leiden und sterben am Ende Menschen. Wir sehen das gerade im Krieg gegen die Ukraine oder auch im Sudan. Darum ist es so wichtig, ja lebenswichtig, dass Macht zeitlich begrenzt und dass sie kontrolliert wird. Das ist die Stärke der Demokratie. Sie beinhaltet Mechanismen des Machtfastens. Man kann die, die an der Macht sind, einfach abwählen.
Das täte und tut auch den Religionen gut. Wenn sie die Weisheit, die im Fasten steckt, ernst nehmen, dann folgt daraus keine weltliche Macht den Religionen oder den Kirchen. Keine. Das House of One versucht das zu beherzigen, in die Tat umzusetzen. Schon, dass sich hier drei Gemeinden von vielerorts konkurrierenden Religionen ein Haus teilen, schon das bedeutet eine Selbstbegrenzung von Einfluss und Macht. Ein noch größerer Schritt ist die Errichtung eines großen zentralen Raums, des Raums der Begegnung im House of One. Er erinnert daran, dass Menschen Gott nie ganz fassen können, dass sie über ihn nicht verfügen. Und dieser Raum der Begegnung steht für alles, was über die traditionellen Religionen hinausgeht, für alles, was noch aussteht, an Ideen, an Gedanken, an Friedensvisionen. Es steht somit auch dafür, dass wir stärker hoffen, um weniger zu verzagen. Dafür, dass wir stärker an Verständigung und Frieden glauben, als an Machtsicherung, Waffen und Aufrüstung. So gesehen wird der vierte Raum mitten in Berlin die Grenzen der Macht von Religionen und von Menschen über Menschen symbolisieren. Es könnte ein Fastenraum werden. Ein Raum, der alternative Friedenswege bewahren und neu denken lässt. Der unsere Friedenshoffnung leuchten lässt. Ein Raum, in dem wir, so Gott will, und der House of One-Bau dann fertig ist, im Jahr 2028 zum Fastenbrechen einladen werden. Ein Raum, in dem wir, so wie heute, einander zuhören, diskutieren und auch beten, Seite an Seite. Gebet ist Konzentration auf das Wesentliche, für gläubige Menschen auf Gott. Fasten heißt Verzicht auf alles, was mir dieses Wesentliche rauben will, was mich einschränkt. Fasten ist damit auch eine Möglichkeit, um unserem Gebet mehr Raum und mehr Gewicht zu geben. Das Gebet, das der Überlieferung nach der große Lehrer des geistlichen Lebens, der heilige Ephraim, der Syrer, das ihm zugeschrieben wird, dieses Gebet ist das meistgebetete Fastengebet im Christentum. Es wird überwiegend in den orthodoxen und östlichen Kirchen gebetet, aber auch in der katholischen Kirche und den evangelischen Kirchen. Und damit sticht es hervor unter allen Hymnen und Gebeten, die die Fastenzeit traditionell begleiten. Ich möchte zu diesem Gebet jetzt einladen. Herr und Gebieter meines Lebens, den Geist des Müßiggangs, der Verzagtheit, der Herrschsucht und der Geschwätzigkeit, den gib mir nicht. Hingegen schenke mir, deinem Diener, den Geist der Demut, der Geduld und der Liebe. Mein Herr und König, gib mir meine eigenen Fehler und Sünden zu sehen und nicht die meiner Schwester, meines Bruders, zu verurteilen. Denn gesegnet sind sie alle, gesegnet bist du in alle Ewigkeit. Amen. Herzlichen Dank. Soweit. Bevor ich weitermache, wollen wir gleich Fragen und Kommentare aufnehmen? Können wir ja machen. Vielleicht Verständnisfragen. Ja. Verständnisfragen. Wenn keine, dann machen wir weiter. Und Sie haben trotzdem die Möglichkeit, im Anschluss auch an Gregor Hoberg Fragen zu stellen. Ja, ich möchte Sie nochmals herzlich willkommen heißen, weil dies für uns Muslime ein ganz besonderer Moment ist, eine ganz besondere Zeit, ein besonderer Monat. Und auch diese, da werde ich noch hinkommen, aber wir befinden uns innerhalb der letzten 10 Tage des Ramadans, das ist nochmals besonders. Und diese mit Freundinnen und Freunden verbringen zu dürfen, hat auch einen besonderen Wert. Wir wissen, dass es nicht immer so war, dass man interreligiös oder auch interkulturell gefeiert hat. Muslime haben in der Familie, untereinander, mit Freunden vielleicht, Fasten gebrochen. Aber vor mehreren Jahren hat man eigentlich erkannt, warum soll eigentlich diese Grenzen nicht geöffnet werden. Vor mehr als 10 Jahren hat man das
angefangen, Stück für Stück zu einer Tradition gemacht, in der man Menschen unterschiedlicher Religionen, Kulturen, ja, auch Menschen, die zu keiner Religion gehören, auch eingeladen hat, gemeinsam Fasten zu brechen. Eine schöne Möglichkeit, um überhaupt Solidarität in der Gesellschaft zu zeigen, die Solidarität in der Gesellschaft zu stärken. Für die gesellschaftliche Vielfalt und die Wertschätzung in der Gesellschaft, also die Wertschätzung des Mitmenschen, ist es eine besondere Möglichkeit, denn verleiht uns die Möglichkeit, den anderen einzuladen. Und dem Eingeladenen verleiht es eigentlich, sich zuzutrauen, ein Stück von dieser Tradition eigentlich mitzuerleben. Ja, also ich habe ja gesagt, die letzten 10 Tage, da befinden wir uns, denn es könnte sein, dass heute Nacht die Nacht Laylatul Qadr sein könnte. Laylatul Qadr, die Nacht der Bestimmung. Es ist eine besondere Nacht, das ist die wichtigste Nacht im ganzen Jahr für Muslime. Es ist die Nacht, in der die Gebete, so glauben die Muslime, am meisten Erfüllung erfährt, wo die Gebete am meisten wert sind. Und da versucht man, sei es in der Moschee, sei es zu Hause oder auch woanders, dass man das Gespräch mit Gott sucht. Und man geht davon aus, dass diese Nacht sich im Ramadan befindet. Den Quellen zufolge müsste das im Ramadan sein und höchstwahrscheinlich vielleicht sogar in den letzten 10 Tagen des Ramadans, in einer Nacht dieser 10 Tage. Islamgelehrten haben dann eigentlich auch vermutet, es könnten die ungeraden quasi Tage sein oder die Nächte, die zu diesen ungeraden Tagen führen. Also die Nacht vom 20. auf 21. oder vom 22. auf 23. Und manche haben dann auch gesagt, es könnte die Nacht vom 26. auf 27. sein. Das ist die allgemein bekannte und gültige. Die meisten Muslime feiern genau in dieser Nacht Laylatul Qadr. Das war vor 2 Nächten und womöglich könnte es aber auch heute sein. Man hat diese Nacht nicht festgelegt. Es ist dementsprechend etwas Besonderes. Und wir wissen nicht ganz genau. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend, wann genau diese Nacht sein wird und sein könnte. Also warum ist es so? Womöglich wollte Gott, dass wir immer danach suchen. Nicht sagen einfach, okay, 365 Tage, eine Nacht, da habe ich einfach alles gegeben und danach werde ich mich ausruhen. Nein, man soll versuchen, möglichst jede Nacht so wie Laylatul Qadr verbringen und deswegen ist es versteckt. Wenn man das nicht schafft, zumindest den Ramadan über, wenn man das auch nicht schafft, zumindest die letzten 10 Tage über, auch wenn das nicht funktioniert, die ungeraden Nächte, und wenn das gar nicht geht, dann zumindest diese eine Nacht vom 26. auf 27. Ja, ich möchte mal kurz auch eine Anekdote Ihnen mit auf den Weg geben. Und zwar, im Ramadan werden auch zum Beispiel Studenten eingeladen. Nicht nur wie bei uns, dass jetzt interreligiös eingeladen wird, was ich auch erwähnte, zur Tradition geworden ist. Es ist auch zur Tradition geworden, dass man Studenten einlädt. Genau die Menschen, die ja zu Hause nicht kochen oder nicht kochen wollen oder nicht die Zeit dafür haben. Und besonders im Ramadan denkt man an diese Menschen und da werden gezielt auch Studenten nach Hause eingeladen, zu Familien, muslimischen Familien. Und genau so eine, bei so einer Gelegenheit im Ramadan werden bestimmte Studenten zu einer Familie eingeladen. Und da gibt es auch Möglichkeiten, so wie wir das eigentlich auch machen. Wir haben ein Projekt, die heißt Sharing Ramadan. Wir wollen Ramadan mit anderen Menschen teilen, mit Nicht-Muslimen, mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, aber auch ja,
mit Studentinnen und Studenten. Also es ist die Möglichkeit, dass wir Politikerinnen und Politikern oder Menschen aus unterschiedlichen Berufen vermitteln, dass sie die Gelegenheit finden, bei einer Familie mal Fasten zu brechen. In diesem Jahr hatten wir 10 solche Familien, bei denen unterschiedliche Menschen dann Fasten gebrochen haben. Und gelegentlich haben wir dann auch Studenten, die in einer Gruppe, eine WG zum Beispiel, ist bei einer Familie eingeladen. Es war eine Studentengruppe, habe ich mal gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es wird so erzählt. Eine Studentengruppe von 10, 12 Personen, da wird auch denen vermittelt, sie gehen zu einer bestimmten Adresse, kennen die Familie gar nicht, aber werden da an diesem Abend mit denen gemeinsam essen und diese Familie kennenlernen und eine schöne Zeit miteinander verbringen. Und ja, was passiert aber? Sie sind zu einer fremden Familie zum Iftar-Essen, zum Fastenbrechen eingeladen. Sie gehen zu einer Tür, klopfen da an oder klingeln. Aber die Studenten haben sich ein wenig verspätet. Ist ja immer oder sehr oft so, dass sie nicht so pünktlich kommen. Ich war auch Student. Endlich kommen sie aber vor dem Haus an und die Tür wird geöffnet. Die Familie findet 10, 12 Personen vor der Tür. Aber die sagen ja, bitte kommt herein. Die Studenten sind ein wenig überrascht. Sie sehen, ja, ist ein... Die Familie ist ganz bescheiden und als ob sie gar nicht erwartet worden sind. Aber sie werden höflich hereingebeten. Fastenbrechen ist mit dem Sonnenuntergang und mit Sonnenuntergang fängt eigentlich auch das Abendgebet an. Sie sagen, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr zuerst mal das Abendgebet verrichten. Ihr seid ja ein bisschen zu spät da. Nicht, dass das Gebet dann zu spät, also dass ihr dann zu spät damit seid. Also werden sie in einem Zimmer geführt, wo sie das Gebet verrichten können. Und genau da nutzen sie auch die Gelegenheit, die Menschen, die vermittelt haben, auch anzurufen. Sieh da, was passiert? Sie sind an der falschen Tür gewesen. Es war eigentlich nicht die Familie, wo sie jetzt hin sollten. Sie machen die Tür auf, wollen sich entschuldigen und zur vielleicht nächsten Tür gehen. Aber da sehen sie, da wurde jetzt was zubereitet. Also sie sind herzlich eingeladen und man möchte, dass sie an dem Essen, was jetzt ganz auf die Schnelle hingezaubert wurde, teilnehmen. Sie freuen sich, essen gemeinsam und sie erfahren dann auch, dass diese Familie jeden Abend jemanden zu Hause eingeladen hatte und letzten Endes haben sie gesagt, einen Tag wollen wir dann unter der Familie verbringen, wir machen mal Pause. Und gerade da an diesem Abend klopfen die Studenten an der Tür, aber auch da gibt es keine Ruhe. Ja, und deswegen sagen sie, das nehmen wir als ein Zeichen Gottes an, ein Segen Gottes und so teilen wir mit euch gerne das Essen auch an diesem Tag. Ja, so viel mal dazu, aber letzten Endes würde ich dann auch jetzt mal zum Thema selbst übergehen. Und zwar, was ist eigentlich Fasten? Wie funktioniert Fasten? Wenn die Sonne untergeht, beginnt für viele Musliminnen und Muslime die Zeit des Tages, zu der sie gemeinsam mit, wie gesagt, Nachbarn, Freunden, Bekannten ihre Enthaltsamkeit brechen. Das Fastenbrechen fängt nach Einbruch der Dämmerung, also Morgendämmerung, an. Das ist dann zur Zeit ungefähr kurz vor 5 Uhr morgens. Und das geht bis zum Sonnenuntergang weiter. Da wird die Enthaltsamkeit gebrochen. Also es ist kein Fasten, wo Sie 40 Tage eine gewisse Enthaltsamkeit zeigen, sondern es hat immer wieder am Abend seine Pausen. Aber wenn es im Sommer ist, weil man richtet sich nach dem Mondkalender. Also Ramadan ist der 9. Monat im Jahr quasi. Und Sie können sich dann vorstellen, dass dieser Kalender jedes Jahr um 11 Tage sich verschiebt, nach vorne verschiebt. Das heißt, der Monat Ramadan wandert über das ganze Jahr hinweg und deswegen erleben Menschen, wenn sie so lange leben, natürlich unterschiedliche Jahreszeiten,
Und es wird dementsprechend auch nie langweilig. Es ist sehr abwechslungsreich. Mal ist es im Sommer, 20 Stunden Fasten in die deutschen Verhältnisse. Also es gibt Orte, wo es nicht so ist, aber hier ist es schon so, dass über 20 Stunden mal gefastet werden muss. Dann im Winter sind es doch wenigere Stunden, wo sie schon um 16.30 Uhr Fasten brechen können. Also ja, aber wir befinden uns in einer Zeit, wo wir 16 bis 17 Stunden fasten. Das ist natürlich, das erfordert eine Kunst des Verzichts. In der Ankündigung hat man von einer Kunst des Verzichts gesprochen. Also sollte von dieser Kunst eigentlich auch ein bisschen berichtet werden. Und zwar, Sie müssen sich vorstellen, es ist nicht einfach, aber Sie brauchen kein Mitleid zu haben. Deswegen haben wir, Sie können gerne was mitnehmen, wir haben ein Sharing Ramadan Heftchen herausgegeben, schon in der dritten Auflage. Und da haben wir auch einen Merkzettel für Nichtmuslime zubereitet, zusammengestellt, wo Sie dann nachlesen können als Empfehlung, ja, woran, auf was müsste man achten? Weil ich habe immer wieder erlebt, man hat Mitleid, man hat Angst, vielleicht an dem Tag vielleicht dabei zu sein, man hat selbst nicht gefastet, ist es jetzt unhöflich, wenn ich jetzt da mit Ihnen esse und so weiter. Da haben wir dann quasi ein paar Punkte zusammengestellt und darunter auch, haben Sie kein Mitleid mit den Fastenden? Das hört sich vielleicht so ein bisschen brutal an, aber wir fasten freiwillig. Also Sie dürfen auch in unserer Gegenwart essen und trinken und Sie können auch an Fastenbrechenabenden teilnehmen, obwohl Sie nicht gefastet haben. Also es ist eine Herausforderung für Muslime, aber trotzdem ist es nicht so, dass wir das jetzt natürlich freiwillig, ganz freiwillig ist es auch nicht. Ganz freiwillig, wer würde schon ganz freiwillig dann das machen? Nein, da ist schon... Das ist eine Pflicht, kann man sagen, aber der Mensch hat einen freien Willen. Mit diesem freien Willen entscheidet der Mensch selbstständig dazu, ob er sich an diese Pflicht halten möchte oder nicht. Also niemand kann mich dann zwingen, diese zu fasten oder auch nicht zu fasten. Letzten Endes ist es ein Gottesdienst, gehört zu den 5 Säulen des Islams. Und Muslime versuchen dadurch eigentlich Gott näher kennenzulernen. Und da verbindet eigentlich auch das Fasten im Islam und im Judentum und im Christentum, da erkennen wir eigentlich auch die Verbindung zueinander. Also es geht um die Suche nach Gott, um Gottes Erkenntnis und der Versuch im Anschluss mit Gebeten Gott näher zu kommen. Und Dankbarkeit zu zeigen. Also ich bin gerne ein Mensch. Ich freue mich, dass Gott mich erschaffen hat. Und deswegen möchte ich auch wissen, was mein Schöpfer dafür, dass er mich so erschaffen hat, von mir erwartet. Gott braucht nichts, aber wir wissen, wenn wir uns die unterschiedlichen Fastentraditionen anschauen, alle haben einen Sinn. Alle haben eine gewisse Funktion und helfen uns Menschen selbst. Uns Menschen hilft es eigentlich auch weiter, sei es in unserer auf emotionaler Ebene, geistiger Ebene, aber auch auf physischer Ebene, hilft es uns weiter. Und da merken wir, Gott verpflichtet uns zu etwas, was eigentlich wir selbst womöglich brauchen. Und deswegen ist Fasten auch Dankbarkeit zu zeigen. Auf die Frage hin, wie dieses Gebet zu verrichten ist, könnte man noch Folgendes sagen. Ich habe ja gesagt, es richtet sich nach dem Mondkalender, aber nach der Sonne am Tag, quasi mit der Morgendämmerung bis Sonnenuntergang. Und letzten Endes, worauf verzichten wir? Essen und Trinken, alles, was wir als Nahrung verstehen können, aber auch Medikamente können bedingt als wichtig sein im Fasten, dass man da Enthaltsamkeit zeigt. Und zugleich ist natürlich wichtig, dass man die Nähe zu seiner
Frau oder Mann, also die sexuelle Beziehungen, die, auch da zeigt man Enthaltsamkeit. Also letzten Endes, das sind die wichtigsten Punkte in der Enthaltsamkeit. Und das ist dementsprechend, da wir es nicht 40 Tage durchmachen müssen, ist es nicht so eine große Herausforderung. Ohne Wasser könnten wir nicht leben. Ohne Essen würde es unheimlich schwer sein, würden wir vielleicht auch nicht mehr so richtig schaffen. Ohne eine sexuelle Beziehung würde es, glaube ich, noch klappen. Also, aber da kann man auch dankbar sein, dass es auf einen Tag immer begrenzt ist und es sich immer wiederholt. Diese Gebetsform, die, wie gesagt, gehört zu den fünf Säulen des Islams, neben dem Hauptgebet, dem Pilgern oder den Almosensteuern, ist Fasten also quasi auch ein essentieller Bestandteil des Islams. Also deswegen wissen wir, Fasten im Ramadan ist eine Pflicht laut dem Koran. Ich werde Ihnen auch ein Vers vortragen, laut den Hadithen und wegen dem Konsens der Gelehrtenschaft. Also es gehört zu den, weil wenn man Theologie betreibt, da gibt es immer unterschiedliche Meinungen. Aber es gibt bestimmte Punkte, wo man im Islam sich wirklich einig gewesen ist, und zu diesen Einigkeiten gehört eigentlich das Fasten. Über die Feinheiten, wer jetzt nicht mehr fasten darf oder wann sollte man die Enthaltsamkeit dann irgendwie abbrechen, wann fängt die Enthaltsamkeit, da gibt es kleine so Streitigkeiten vielleicht, aber die Mehrheit würde dann eigentlich auch sich dem, was ich Ihnen vorgestellt habe, auch dem zustimmen, denke ich mal. Sure 2, Vers 183, da heißt es, O ihr Gläubigen, euch ist vorgeschrieben zu fasten, so wie es auch denjenigen, die vor euch lebten, vorgeschrieben worden ist. Vielleicht werdet ihr gottesbewusst, gottesfürchtig sein. Also, erstens, wir haben das Fasten nicht erfunden. Und wir liegen da in der Tradition der jüdisch-christlichen, aber wir haben da eine gewisse Eigenart des Fastens vielleicht. Und zugleich, wie hier auch erwähnt wird, es hat mit Gottesbewusstsein zu tun. Also es ist eine Art der Frömmigkeit, eine Nähe zu Gott, die dadurch entsteht. Wenn Sie noch wissen wollen, wer wie, wann und genau zu fasten hat, das finden Sie dann auch in weiteren Versen, also Sure 2, Verse 184 bis 87. Aber da werde ich jetzt nicht weiterlesen. Wie gesagt, Ziel ist es, das Wohlwollen des Schöpfers zu bestreben. Und letzten Endes ist es eigentlich auch für uns wichtig, dass der Monat Ramadan 29 oder 30 Tage haben kann. Da gibt es auch zwei unterschiedliche Meinungen. Die einen richten sich nach der Astronomie und sagen, wir wissen schon, okay, in diesem Jahr sind es 29 Tage und dann an dem Tag ist dann Ramadan fest. Die anderen wiederum, die sagen, man muss den Neumond sehen, erkennen mit bloßem Auge, also bleibt es spannend. Wir warten am 29. Tag und sagen, okay, werden wir jetzt noch einen Tag fasten oder wird dann gefeiert? Vielleicht noch, damit ich Sie jetzt nicht so sehr foltere, ein Punkt und dann eine kurze Zusammenfassung. Und zwar, ich möchte Sie auf ein Hadith, also einen Prophetenspruch hinweisen. Da heißt es, da wird Gott zitiert und da heißt es, Prophetenspruch, damit sind die Worte Mohammeds, Segen und Frieden seien mit ihm gemeint. In einem seiner Worte heißt es, Allah sagte, alle Taten der Kinder Adams gehören ihnen, außer dem Fasten. Wahrlich, es ist für mich und nur ich werde es belohnen. Also, Fasten hat eine besondere Funktion und nur Fasten wird direkt von Gott belohnt.
Was heißt das? Eigentlich wird alles von Gott belohnt. Da müsste man eigentlich auch diese theologischen Hintergründe kennen, und zwar die Funktion der Engel als vermittelnde Wesen. Nicht die Engel belohnen, im wahrsten Sinne belohnt auch da Gott in anderen Fällen, aber letzten Endes in anderen Fällen sind die Engel die Vermittler. Das ist das einzige Gebet womöglich, wo Gott ohne Vermittler es belohnen möchte. Und daraus haben die Islamgelehrten etwas erkannt. Sie haben gesagt, das ist das Gebet, die aufrichtig ist. Weil ein Hauptgebet, Sie wissen, da werfen Muslime sich nieder, sie stehen, sie bewegen sich. Und genau diese Rituale, die zeigen, dass man im Gebet ist. Oder Spenden oder Pilgern. Das alles sind sichtbare Gebete. Aber Fasten ist das einzige Gebet, wo eigentlich nur, wenn ich das nicht preisgebe, nur Gott weiß, ob ich faste oder nicht. Ich und Gott wissen darüber Bescheid. Und deswegen ist es etwas ganz Persönliches, etwas sehr, sehr Privates und Aufrichtiges. Ja, jetzt zu der Zusammenfassung. Und damit möchte ich es auch beenden. Und zwar, ich möchte auf eine Differenzierung von Al-Ghazali, einem wichtigen Gelehrten aus dem 12. Jahrhundert, hinweisen. Er sagte, es gibt das Fasten der Allgemeinheit, das Fasten der Besonderen oder der Gebildeten und das Fasten der Besonderen der Gebildeten oder unter den Gebildeten. Die Allgemeinheit versteht Folgendes unter Fasten: nicht essen, nichts essen, nichts trinken und keinen Geschlechtsverkehr haben. Hier steht das Einhalten des Gebotes im Vordergrund. Das Fasten der Gebildeten ist ein Fasten auch mit weiteren Organen. Der Rahmen der Enthaltsamkeit wird erweitert. Die Ohren verschließen sich gegenüber Lügen, die Augen suchen nur nach dem Schönen. Die Zunge lehnt das Gerede, das Lügen, die üble Nachrede, die Verleumdung, das Schimpfen, den Streit und das Einschmeicheln ab. Die Hände und die Füße helfen dem Ich vor der Sünde zu entfliehen. Das Verständnis der Besonderen unter den Gebildeten ist das eigentlich anzustrebende und für jedermann erreichbare Ziel im Islam. Dies nennt Al-Ghazali das Fasten des Herzens. Das geschieht, wenn das Herz von der Liebe an Gott ergriffen ist und sich von schädlichen Eigenschaften wie Hass, Neid, Gier und Hochmut befreit. Die Distanz zu seinen körperlichen Bedürfnissen ist nicht nur ein Weg für die Erfüllung eines Gebotes und kein Selbstzweck mehr. Sie dienen dazu, den Menschen zu läutern. Sie erkennen, dass jedes Herz der Erläuterung durch Selbstkritik und Selbstreflexion bedarf, und streben einfach danach. Herzlichen Dank.